So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu einer Session, die auch schon eine gewisse Tradition im Kongress und auf dem Destination Day hat. Diese Rubrik heißt "Aus aktuellem Anlass". Und es ist ein Thema, mit dem wir uns in den vergangenen Tagen auch schon wieder mehrfach auseinandergesetzt haben. Es geht um die Frage der Sicherheit im Tourismus. Wir haben eine Vielzahl von Akteuren im Tourismus und der Aspekt der Sicherheit kann aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Sehr oft geschieht es aus der Perspektive der Touristen. Wir wollen das aber jetzt aus der Perspektive der Destinationen tun. Und wir haben hier in diesem Panel verschiedene Experten da. Und ich darf den Moderator für dieses Panel ganz herzlich begrüßen, der seine Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann auch vorstellt. Der Moderator ist Eike Otto. Und um nicht mehr Zeit zu verlieren, gebe ich Ihnen gleich das Wort. Danke. Vielen Dank, Herr Schmude. Ja, meine Damen und Herren, wir sprechen heute über ein Thema, was die gesamte Branche verunsichert und für das es sicherlich keine einfachen Patentrezepte gibt. Ich habe vor etwas mehr als einem halben Jahr mir überlegt, ob man das Thema hier auf diese Messe bringen sollte. Wir werden ja alle fast schon tagtäglich mit Bildern in den Medien konfrontiert über Terror, über Krieg, die nicht schön sind. Und diese Messe ist ja eher eine, die die schönen Bilder verkauft. Aber wir haben dann doch relativ kurzfristig entschieden in einem Telefonat mit der Messe Berlin, mit dem ITB-Kongress, dass das das Thema ist, was eigentlich genau hier hingehört. Wenn nicht hier, woanders, wo sollte es jetzt diskutiert werden? Es muss hier auf der führenden Leitmesse des Tourismus diskutiert werden. Und ich freue mich auch, dass das heute hier so voll ist. Das zeigt, dass wir also da nicht so ganz falsch mit lagen. Ja, ich freue mich auch, meine Damen und Herren, dass ich ein ja, sehr gemischtes und auch hochkarätiges Expertengremium heute begrüßen darf, die das Thema dann für uns hier diskutieren wollen. Ich werde das heute moderieren. Ich möchte mich kurz vorstellen, bevor wir beginnen. Mein Name ist Eike Otto. Ich bin Tourismusberater seit ungefähr 25 Jahren in allen möglichen Ecken und Enden der Welt unterwegs und bin mitunter auch in Ländern, die ja, mit Kriegen zu tun hatten, mit Unruhen zu tun hatten, Naturkatastrophen, aber auch Terrorismus. Ich war jetzt gerade in den letzten 6 Monaten häufiger in der Türkei. Und da ist es schon ja, erstaunlich zu sehen, wie leer manche Orte sind. In Kappadokien hatte ich den Eindruck, ich bin der einzige Tourist, der dort zwischen diesen Felstürmen steht. Und wenn man dann mit den lokalen Hotels und den Veranstaltern oder auch den Souvenirhändlern spricht, dann gibt es große Ratlosigkeit, was die nächste Saison anbelangt. Von daher, man muss sich auch vor Augen führen, die Türkei war Anfang 2015 noch eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Wir hatten 2 Millionen Jobs, die direkt vom Tourismus abhängen und 35 Milliarden Euro Umsatz, die mit dem Tourismus in Verbindung stehen. Das bricht dann auf einmal so von heute auf morgen mehr oder weniger weg. Und wie sowas passiert, wie sich solche Buchungsströme verändern, da hat sich Frau Nordbeck von der GfK bereit erklärt, uns so als Einleitung mal ein paar Folien zu zeigen. Frau Nordbeck ist bei der GfK, vielleicht kann es ja noch werden, ist bei der GfK für Tourismus zuständig und ich würde Sie dann bitten, kurz Ihre Präsentation als Einstieg in die heutige Diskussion zu zeigen. Ja, Herr Otto, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ich freue mich, vorab ein paar Worte an Sie richten zu können und als Marktforscherin richte ich natürlich auch gern auch ein paar Zahlen an Sie. Das Bild des sorglosen Urlaubs, das Sie hier oben sehen, ist das eigentlich so ein bisschen verloren gegangen in dieser Zeit, wo uns terroristische Anschläge erreichen? Welche Rolle spielt eigentlich das Thema Sicherheit? Und warum spielt das Thema Sicherheit eigentlich im Moment so eine große Rolle, auch was das Thema Urlaubsbuchung angeht? Anschläge gab es ja immer mal wieder in den vergangenen Jahren schon. Das ist kein ganz neues Thema. Was aus meiner Sicht aber schon neu ist, ist die Häufung der Anschläge. Und Sie sehen hier eine kurze Übersicht, auch unvollständig ausgewählte Ergebnisse oder Ereignisse aus den Jahren 2015 und 2016. Und man sieht hier schon, dass sich die Ereignisse einfach ballen und dass der Terrorismus und die Anschläge einfach ein Stück näher an uns herankommen. Besonders ist aus meiner Sicht auch, dass zum Teil eben auch gezielt Touristen Opfer dieser Anschläge wurden und auch das Ziel waren. Wir als Urlauber und Sie als Urlauber damit eben auch stärker betroffen sind, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war.
Und ein weiterer wichtiger Aspekt aus meiner Sicht sind die Anschläge in Paris, die da nochmal eine Zäsur gesetzt haben. Mit den Anschlägen in Paris ist letztendlich der Terror in unseren Alltag eingekehrt, ist unmittelbar nahe gekommen, ist in die Restaurants eingezogen, in Clubs, in Konzerte, in die Fußballstadien und damit in unseren Alltag und damit eben sehr greifbar geworden. Und daraus resultiert dann eben auch eine deutliche Reaktion der Urlauber, der Geschäftsreisenden. Sie sehen hier die Entwicklung seit den Anschlägen in Paris für die Destination Paris bis Ende Januar. Und Sie sehen deutliche Rückgänge eigentlich auf allen Kontinenten. Also das lokale Sicherheitsgefühl spielt hier keine so große Rolle, sondern die Vorsicht ist doch auf allen Kontinenten gegeben, zwar in unterschiedlicher Ausprägung, aber eben doch sehr stark. Und nicht nur Paris direkt ist betroffen, sondern das Ganze löst eben etwas in uns aus. Es löst Unsicherheit aus, die sich verstärkt hat durch diese Ereignisse. Wir haben hier nach den Anschlägen in Paris auch eine Studie zusammen mit der FVW durchgeführt, wo wir eben genau das gefragt haben. Denken Sie denn jetzt eigentlich intensiver über Ihre Urlaubsentscheidung nach? Wollen Sie eventuell Ihre Reisepläne ändern? Und direkt nach Paris waren es immerhin schon 20%, die gesagt haben, ja, ich denke vielleicht doch noch mal näher drüber nach, verzichte vielleicht nicht auf den Urlaub, aber überlege vielleicht, welche Destination ich in diesem Jahr bereise. Besonders Familien, die eben dann auch Verantwortung für ihre Kinder mit übernehmen, sind besonders vorsichtig gewesen mit 30%. Diese Studie haben wir noch mal wiederholt, Ende Februar, also nach den Anschlägen in Istanbul beispielsweise. Und das Ganze hat sich dann noch einmal ausgebaut, diese Vorsicht, sodass wir da im Moment bei sogar 28%, also schon fast einem Drittel liegen und Paare in ähnlichem Maße inzwischen betroffen sind. Und diese Vorsicht, die kann man dann eben auch 1:1 in den Buchungen ablesen. Das ist in den Quellmärkten sicherlich ein wenig unterschiedlich, aber hier mal die aktuelle Lage aus dem deutschen Quellmarkt bezogen auf die einzelnen Destinationen. Und Sie sehen hier eben sehr stark, dass die islamischen Regionen, die islamischen Staaten wie die Türkei, wie Tunesien oder auch wie Ägypten eben besonders stark betroffen sind, mit Rückgängen um 40% oder mehr. Und auch der Sommerurlaub insgesamt mit einem Minus von 8% hinkt noch etwas zurück, man wartet ab, ist vorsichtig. Es gibt natürlich auch Destinationen, die profitieren, wie beispielsweise Spanien, Portugal, wie die Karibik und auch Deutschland als Reiseziel. Und aus meiner Sicht ist es auch im Moment eher ein Abwarten. Es wird sehr entscheidend sein, wie die nächsten Monate verlaufen. Aber aktuell, und das ist vielleicht so der Tenor oder das Zwischenfazit, ist es ein Abwarten, nicht nur für uns als Branche, sondern eben auch bei den Urlaubsreisenden, wie entwickeln sich die nächsten Monate. So viel ganz kurz von mir vorab. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Frau Dornbeck. Ich darf die Teilnehmer unserer Diskussionsrunde vorstellen. Ich fange dann gleich bei meiner Linken an. Herr Michael Götschenberg ist vom ARD Hauptstadtstudio. Herr Götschenberg, Sie sind Journalist und Experte für Extremismus, Terrorismus, innere Sicherheit und Geheimdienste, also alles in einem Paket sozusagen, von daher auch genau richtig hier. Und ich danke Ihnen besonders, dass Sie gekommen sind, weil Sie sind gestern Abend kurzfristig für Herrn Aboutam eingesprungen, der leider wegen einer Erkältung heute absagen musste. Ich sage jetzt nicht wieder Frau GfK, aber Frau Nordbeck hatten wir gerade schon. Dann begrüße ich Herrn Alexander Karapidis. Er ist beim Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation tätig. Herr Karapidis kennt sich mit Veränderungsprozessen in Unternehmen aus, denen wir uns ja möglicherweise im Tourismus dann auch stellen müssen, wenn es um sicherheitsrelevante Fragen in Zukunft geht. Dann haben wir Herrn Jörg Traubot neben Herrn Karapidis sitzen. Herr Traubot hat eine, wie ich gerade erfahren habe, eine Bundeswehrkarriere hinter sich als Kampfpilot und Offizier. Ich kenne mich jetzt in den ganzen Rängen nicht so richtig aus, aber das haben Sie alles durch. Sie sind aber inzwischen im Bereich Sicherheit tätig, haben eine eigene Sicherheitsfirma und sind auch beratend für das Auswärtige Amt in Krisenfällen tätig. Das heißt, Sie sind der Mann, der gerufen wird, wenn es Entführungen oder Krisen oder Ähnliches gibt. Herzlich willkommen, Herr Traubot. Und last not least, Herr Brandes, Head of Communication Continental Europe von Thomas Cook AG. Sie vertreten hier heute die Sicht des führenden Reiseveranstalters. Auch Ihnen auch herzlichen Dank, dass Sie das heute möglich gemacht haben, hier zu kommen. Ja, ich
fange gleich vielleicht mit Herrn Brandes an, weil es liegt ja nahe, die Tourismuswirtschaft zu fragen. Wir haben ja bei der Öffnungsveranstaltung, es gibt ja so verschiedene Zahlen, die kursieren, bei der Öffnungsveranstaltung hieß es, dass der Tourismus in einigen Ländern um bis zu 60% eingebrochen ist. In der Türkei würde ich sagen, ist es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe mit Veranstaltern gesprochen, einige sind wohl schon am Überlegen, ob sie den Flug umsonst sozusagen das Paket mit aufnehmen, die Charterverbindungen aufrechterhalten werden können und dann praktisch das Hotel in Ägypten, Tunesien, Türkei dann bezahlt wird. Herr Brandes, wann glauben Sie denn, wann der Normalzustand in diesen vom Terrorismus betroffenen Ländern, reden wir mal einfach über die Türkei, wann rechnen Sie damit als wirtschaftlich denkendes Unternehmen, wann kann man da wieder normal Reisen verkaufen? Also ich möchte zuerst mal sagen, natürlich ist die Türkei auch weiterhin sehr beliebt in Deutschland. Also es wurde am Anfang gesagt, da fährt keiner mehr hin, da ist total leer. Natürlich hat die Türkei ein Problem aus dem russischen Markt heraus, auch dass dort natürlich Touristen fehlen. Aus Deutschland heraus, also ich kann da für uns sprechen, ist es immer noch die zweitbeliebteste Destination am Mittelmeer. Das heißt, dorthin reisen in absoluten Zahlen auch in diesem Jahr mehr Menschen als zum Beispiel nach Griechenland. Also es ist jetzt nicht so, dass dort niemand hinfährt. Natürlich haben wir Auswirkungen aufgrund des Anschlags in Istanbul und der Gesamtsituation. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass sich die Nachfrage wieder erholt nach einem gewissen Zeitraum. Diesen Zeitraum zu bestimmen, das ist immer ein bisschen schwierig. Das können Wochen sein, das können Monate sein. Aber wir sehen auch jetzt schon, dass kurzfristig gut gebucht wird, auch wieder in die Türkei. Also die Menschen eher kurzfristig sich entscheiden zurzeit. Und wir gehen mal davon aus, dass sich im Laufe der Sommersaison da noch einiges tun wird. Ich habe mal im Januar, das ist jetzt schon ein paar Tage her, da habe ich mal auf Ihrer Webseite nachgesehen, Sie bieten da im Sommer 300 Euro, 7 Tage All-Inclusive im 5-Sterne-Hotel an. Funktioniert das also, dass man praktisch mit massiven Rabatten auch gegen die Verunsicherung sozusagen ankämpft? Na, Sie haben ja das Phänomen, dass der Hotelier, der in der Türkei versucht, sein Hotel voll zu bekommen, und auch Gäste zu generieren, dem fallen jetzt andere Märkte weg, wie eben Russland zum Beispiel. Das heißt, das führt dazu, dass die natürlich Sonderpreise geben, attraktive Preise, die wir auch bekommen und die wir an die Kunden weitergeben. Das ist natürlich ein unter ganz vielen verschiedenen Maßnahmen, eine Maßnahme auch eben attraktive Preise erstmal zu bieten, um Nachfrage zu stimulieren. Das kann nicht das Einzige sein, das kann auch nicht auf Dauer so sein, aber es ist natürlich auch eins von mehreren Maßnahmen, die man treffen kann. Heißt das denn, dass wir in Zukunft vielleicht auch ein paar mehr Reiseziele haben? Also wenn Nordafrika, Türkei ausfallen, dann ist das Angebot ja knapper. Das heißt, der Preis geht in die Höhe oder wie würden Sie das einschätzen? Da ist jetzt viel Glaskugel dabei. Also das würde auch ungern jetzt spekulieren. Wir sehen halt eine sehr, sehr gute Nachfrage. Wie Sie gesagt haben, gerade eben westliche Mittelmeer, Spanien, Griechenland, Italien, da tut sich sehr viel. Und trotzdem sind die Preise noch nicht exorbitant. Also wir haben ja auch einen Wettbewerb, der auch natürlich für eine gewisse Regulierung sorgt. Aber wir sehen natürlich auch Richtung Ende der Sommersaison, es wird im Last-Minute-Geschäft sicherlich für Spanien nicht mehr so viele Schnäppchen geben in diesem Jahr, weil dort einfach schon so gut gebucht ist. Das heißt, wenn man dort noch kurzfristig ein gutes Angebot haben will für einen Sommerurlaub, dann sind halt andere Länder natürlich im Vorteil, die im Moment nicht so stark gebucht werden. Herr Göttschenberg, vielleicht an Sie die Frage, was geht denn so in den Köpfen der Attentäter und Drahtzieher vor? Also welche Denkmuster gibt es da und was ist gerade am Tourismus so attraktiv für Sie? Können Sie da vielleicht irgendwas zu sagen? Ja, prinzipiell muss man sagen, dass Touristen immer schon Ziel von Terroranschlägen gewesen sind. Wir haben ja vorhin die Grafik gesehen, stellen fest, dass es eine Häufung gab, gerade auch in den letzten 2 Jahren. Wir haben jetzt zum ersten Mal mit dem Anschlag in Istanbul auch die Situation gehabt, dass deutsche Touristen Ziel eines Terroranschlags waren. Wurde auch viel darüber spekuliert, ob das jetzt einen politischen Hintergrund hat, dadurch, dass wir uns jetzt in Syrien, ich sage mal, mit fliegenden Tankstellen engagieren in diesem Konflikt. Ich würde das so nicht bejahen, weil wir haben vorher schon die Peschmerga ausgebildet und ausgerüstet im Irak, sodass das jetzt nicht wirklich eine neue Qualität war. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Terrororganisation, die islamistische, mit der wir es zurzeit vor allem zu tun haben, nämlich der sogenannte Islamische Staat, lange Zeit damit beschäftigt war, sich eine Art Staatsgebiet zu unterwerfen, also sehr fokussiert war auf die Region selbst und weniger auf den
Feind im Westen, den ideologischen Feind im Westen, so wie das bei Al-Qaida der Fall war. Al-Qaida hat sehr lange auf möglichst spektakuläre Anschläge gesetzt gegen die westliche Welt. Der spektakulärste war natürlich der 11. September. Und das Konzept von IS war ein anderes. Mittlerweile hat der IS aber eben auch die Wirkung der Propaganda für sich entdeckt. Zum einen, um Kämpfer, Dschihadisten aus der westlichen Welt anzulocken, aber zum anderen eben auch all diejenigen, die nicht bereit sind, sich auf den Weg zu machen oder das aus welchem Grund auch immer nicht können, zu motivieren, vor Ort in ihrer Heimat Anschläge zu verüben. Es gibt einen Aufruf des sogenannten IS-Sprechers Al-Adnani, der die Anhänger des IS auf der ganzen Welt dazu aufgerufen hat, und sei es nur im Kleinen, Anschläge zu verüben, beispielsweise mit dem Auto in eine Menschenmenge einer Bushaltestelle zu fahren. Und Touristen sind aus verschiedenen Gründen lohnende Ziele, weil man zum einen, man trifft das Land wirtschaftlich, in dem der Anschlag passiert, siehe Türkei. Man trifft aber eben auch das Land, aus dem die Touristen kommen. Also es ist sozusagen aus Sicht der Terroristen ausgesprochen effizient. Stichwort Geheimdienste, da hört man ja oft auch so die Kritik, dass da Informationen nur spärlich fließen oder nur aus bestimmten Richtungen. Also vielleicht wollen wir jetzt nicht zum Schwerpunktthema machen, aber vielleicht können Sie da auch noch ein, zwei Sätze zu sagen. Ja, was gut funktioniert, das ist der Austausch von Warnhinweisen, wenn es wirklich um konkrete Hinweise mit Blick auf terroristische Bedrohungen geht. Die werden weitergereicht und da wundert man sich auch, wer da alles mit wem kooperiert. Da gibt es auch keine Grenzen, da warnen die Chinesen, wenn sie Hinweise haben, genauso sehr wie die Franzosen, weil im Endeffekt international alle den Terrorismus als gemeinsamen Feind haben, auf unterschiedliche Weise. Aber wenn es generell um die Frage geht, kooperieren Geheimdienste gut miteinander, dann muss man ganz klar sagen, nein. Die geheimdienstliche Arbeit ist sozusagen der allerletzte Hort staatlicher Souveränität, auch innerhalb der Europäischen Union. Wir haben nach wie vor keinen gemeinsamen europäischen Geheimdienst und ich glaube, den wird es auch auf absehbarer Zeit nicht geben. Ja, Herr Traubert, vielleicht an Sie eine Frage. Also ich bin ja auch viel unterwegs und wenn man dann die langen Warteschlangen an den Sicherheitschecks der Flughäfen sieht, das Personal, was da arbeitet, sind ja oft, ich sag mal, geht ja in Richtung Minijobs. Diese Leute, die machen, soweit ich weiß, einen vierwöchigen oder sechswöchigen Lehrgang und haben dann ein Gehalt von 20.000 bis 30.000 Euro im Jahr. Kann man sich das in Zukunft noch erlauben, dass das so gehandhabt wird, oder wie würden Sie das einschätzen als Sicherheitsexperte? Naja, es scheint ja zu funktionieren offensichtlich auch, oder ist das einfach nur... Ja, es funktioniert irgendwie, aber wir müssen auch sehen, dass wir in einer Zeit leben, in der ein unglaublicher Bedarf an Sicherheitskräften da ist. Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass es eine dreijährige Ausbildung gibt für eine Sicherheitsfachkraft, für Servicepersonal in Deutschland zweijährig. Aber wenn Sie jetzt mal auf eine einfache Sicherheitshilfskraft, zum Beispiel an Flüchtlingsheim gehen, das ist eine Woche Ausbildung, 40 Stunden ohne Prüfung, man sitzt da einfach und dann kriegt man einen Schein und dann wird man irgendwo in Uniform irgendwo hingesteckt. Vom Ausland wollen wir gar nicht reden. Ich wollte aber an der Stelle auch sagen, ich bin eigentlich jetzt als Vertreter der Sicherheit überhaupt nicht in der Position, wo ich um den Tourismus so eine Kompanie bilden möchte, Uniformierte. Ich meine nur, wenn Sie jetzt sagen, Personal, also so wie ich hier heute Morgen in die ITB reingekommen bin, man hat meinen Ausweis gescheckt und das war's. Wenn das zukünftig auch im Tourismus so passiert, dass man eigentlich blauäugig irgendwo reingeht, dann haben wir es gehabt. Also da muss ein kompletter Paradigmenwechsel in den Köpfen passieren, dass Sicherheit einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Und zwar, vielleicht können wir noch darüber sprechen, Sicherheit nicht als mein Feind, sondern als etwas, was ich positiv betrachte, denn es geht ja um mein Wohlfühlen, es geht natürlich auch um meine Sicherheit. Und deswegen wäre ich also dankbar, wenn wir über dieses Thema, wie gehen wir mit Sicherheit in der Tourismusindustrie in Zukunft um, und zwar anders um als in der Vergangenheit. Denn es kann nicht sein, und da würde ich Ihnen gerne widersprechen wollen, Herr Brandes, dass wir die Kunden locken, indem wir ein Preisdumping machen, sondern wir holen uns unsere mündigen und erwachsenen Kunden dadurch, indem wir ihnen sagen, wenn wir euch ein Package geben, dann wird dieses Package nach bestem Wissen und Gewissen auch sicher sein. Und daran müssen wir arbeiten. Ist es denn
Ich meine, Bank ist klar, da steht einer mit einer Maschinenpistole, die Tür kann auch verriegelt werden, am Flughafen ist das ähnlich, aber es ist natürlich in einem Restaurant oder in einem Hotel, bei Kreuzfahrtschiffen ist es schon wieder denkbar, aber es ist eben eine andere Industrie. Also die Frage ist natürlich, das wäre vielleicht auch in Richtung Herrn Karapidis, ist denn sowas überhaupt leistbar im Tourismus, dass man da sozusagen ein Sicherheitspackage all-inclusive verkauft? Also als erstes Mal würde ich vielleicht doch nochmal ein Stück weit ausholen. Was mich wirklich auch erstaunt hat, war die Aussage, naja, wenn der Preis erst passt, dann wird sich das schon bis zum Sommer wieder normalisieren. Also ich finde, genau diese Attitüde zeigt eigentlich ein Stück weit, dass da noch viel Arbeit ist, wenn man Veränderungsprozesse im Prinzip in der Szene anregen möchte. Umgekehrt ist es natürlich durchaus richtig zu diskutieren, in welcher Richtung wollen wir uns denn entwickeln, wenn es um mehr Sicherheit und um entsprechende Konzepte geht, Vorgehensweisen. Und ein Mehr an Sicherheit erkauft man sich nicht unbedingt, wenn man jetzt alles mit Sensoren ausstattet, Sicherheitspersonal an jede Ecke stellt. Ich weiß nicht, so will man doch in Zukunft, glaube ich, auch nicht unbedingt Tourismus erleben wollen. Aus Kundensicht heraus ist Tourismus nach wie vor ein Erlebnis, ja? Und nicht eine Reise, wenn man so will, in einen Hochsicherheitstrakt, egal ob ich das jetzt bewusst gleich erlebe oder nicht. Also von dem her denke ich, ist da noch ein bisschen Diskussionsbedarf da. Da würde ich gerne kurz mal einhaken, weil ich habe bewusst gesagt, Preis ist eines unter ganz vielen verschiedenen Themen. Natürlich ist die Sicherheit und die Betreuung, das ist die Basis, auf der man arbeitet. Das ist ja klar. Und auch wir sind auch im Gespräch mit den Behörden in den Ländern, was sie tun, um Sicherheit zu gewährleisten. Deswegen ist es jetzt ein bisschen zu billig, einfach zu sagen, macht den Preis runter und dann lockt ihr die Leute. Also so möchte ich das nicht verstanden wissen. Aber natürlich ist es kurzfristig, auch wenn die Rahmenbedingungen stimmen, natürlich ein probates Mittel, um Nachfrage erstmal kurzfristig zu stimulieren. Aber es geht nicht darum, einfach Leute stumpf zu locken, also um das mal klar zu machen. Herr Taubert, ich wollte Sie noch mal fragen, jetzt, weil Sie kennen sich aus mit den Führungsfällen und so weiter, also was meinen Sie im Tourismus, gibt es da bestimmte Segmente, die anfälliger sind als andere? Also ich sage mal, das romantische Regenwald-Trekking in Costa Rica, die können ja auch theoretisch entführt werden, andererseits das All-Inclusive-Resort mit hohen Mauern, also was kann man da, wo kann man am besten was machen oder wo braucht man vielleicht gar nichts machen? Ich bin heute Morgen in einem Interview von einem jungen Studenten gefragt worden, was bedeutet diese Welt eigentlich? War die früher anders? Ja, sie war anders. Früher, als es den Kalten Krieg gab, da hatte man einen transparenten Gegner. Heute ist nichts mehr transparent. Heute kann es überall passieren. Und deswegen, klar, es gibt Entführungsländer, klassische Entführungsländer, kennen Sie wahrscheinlich alle. Mexiko zurzeit sehr stark, aber eben auch alle Länder, in denen der Dschihadismus ist. Diese ständige Frage, was können wir machen, Tourismus versus Terrorismus oder Tourismus versus Sicherheit. Also ich bin davon überzeugt, das kriegt man zusammen. Und zwar die maximale Sicherheit bei der größtmöglichen oder bei der geringsten Visibility, also bei der geringsten Sichtbarkeit. Wie macht man das? Es macht natürlich keinen Sinn, dass Sie heute Bodyguards oder Menschen mit Kalaschnikows irgendwo vor einem Hotel haben, wo Leute eigentlich mit ihrem Wohlgefühl in Badehose irgendwie da durchs Hotel laufen oder am Strand. Aber es gibt Kompromisse. Wir haben 2016, denken Sie bitte daran, 2015 hatten wir 18 Terroranschläge mit ungefähr 950 Toten und sehr vielen Verletzten. 2016 haben wir schon wieder in 2 Monaten 14 Anschläge mit ungefähr 180 Toten. Und zum ersten Mal meine ich, wenn ich in die Geschichte gucke, das wird weitergehen. Also wir können diese Augen derzeit nicht schließen, egal wie es mit dem IS funktioniert. Wir müssen in die Zukunft gucken. Was kann ein Reiseveranstalter machen, damit er die Urlaubsländer rettet? Also als erstes muss er sich das Hotel angucken, ob das Hotel irgendeine Sicherheit hat. Nicht nur Technik, sondern auch Personal, das ausgebildet ist. Der Reiseveranstalter selbst müsste eigentlich und hatte auch in der Vergangenheit und wird es auch in der Zukunft haben, Kriseninterventionsteam haben, die sofort auf die Strecke gehen, wenn etwas passiert.
Der Reiseveranstalter darf vor allen Dingen nicht die Verantwortung abgeben an staatliche Behörden, sondern muss in dem Bereich der Prävention alles ausschöpfen, damit so viel wie möglich getan wird, damit nicht etwas passiert. Zum Beispiel, wie es gerade in Tunesien passiert, in Sousse, wo eine ungeheure Kreativität da ist, dass man sogar Sicherheitspersonal am Strand langlaufen lässt. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass der Anschlag zwischen den Liegestühlen war. Man kann das machen und die Leute werden das am Ende auch positiv empfinden, wenn sie schon einmal dahin gereist sind. Denn in den Köpfen passiert zurzeit auch ein Paradigmenwechsel. Vor 2 Jahren, als ich durch die Bodyscanner gelaufen bin, durch den Flughafen, da habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht die Zukunft sein. Heute macht mir das viel weniger aus. Im Sommer werden Sie erleben, wenn die Europa-Fußballmeisterschaft passiert in Paris, da werden Heerscharen von Polizisten und Soldaten sein und die Zuschauer werden das als angenehm empfinden, dass sie gesichert sind. Das geht im Tourismus so nicht. Also im Tourismus muss man es hinkriegen, mit klugen Konzepten Sicherheit zu gewährleisten, aber nicht so, dass man die Leute erschreckt. Und darüber gibt es tolle Rezepte, tolle Konzepte. Ich habe vor ein paar Tagen eine App gesehen, da kann man praktisch in einer Checkliste auf der App abrufen, der Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung im Hotel, Überfall, Entführung, Geiselnahme, Feuer, Viren oder wie auch immer und dahinter steckt dann seine Checkliste. Das ist der Anfang, um zu trainieren, um Sicherheitsbewusstsein zu fördern und wenn das Hand in Hand mit dem Veranstalter geht, dann meine ich, da sind wir auf dem richtigen Weg. Herr Götzschmidt, ich wollte Sie sowieso jetzt auch fragen, werden denn, um mal wieder auf die andere Ebene zu switchen, werden jetzt islamische Länder bald eher weniger ein Ziel im Tourismus sein oder ist es da eher sicher? Ist das überhaupt ein Problem, was mit dem Islam zusammenhängt oder haben wir morgen mit einer ganz anderen Dimension zu tun, irgendwelche anderen Glaubensrichtungen oder wie sehen Sie das? Also man ist der islamistische Terrorismus schon das Hauptproblem, aber die Frage, wann wird sich das Geschäft wieder normalisieren, die können Sie natürlich gar nicht beantworten, aus dem einfachen Grund, weil kein Mensch weiß, wo es das nächste Mal irgendwo knallt. Ich werde nach jedem Terroranschlag in Schalten gefragt, kann denn der Bürger da jetzt noch hinfahren? Mein erster Impuls wäre immer zu sagen, ja natürlich. Weil wer sagt Ihnen denn, wenn Sie jetzt statt in die Türkei nächste Woche nach Spanien fliegen, wer sagt Ihnen denn, dass es nun da nicht passiert? Auch in Deutschland kann es irgendwann mal knallen. Fahren Sie nicht mehr nach Paris, nur weil wir da im letzten Jahr 2 Terroranschläge hatten. Natürlich tun Sie das nach wie vor, weil es eine tolle Stadt ist. Wir müssen, glaube ich, auch als Öffentlichkeit ein Stück weit lernen, mit diesem Phänomen umzugehen. Das ist sehr emotional besetzt, die Angst vor einem Terroranschlag. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch sehen, Sie können Sicherheitsmaßnahmen rauffahren bis zum Gehtnichtmehr. Die absolute Sicherheit kriegen Sie sowieso nicht hin. Und gegen Anschläge, wie wir sie jetzt zuletzt in Paris gesehen haben, sowieso nicht. Wo Leute in Cafés oder auf der Straße erschossen werden, dagegen gibt es keinen Schutz. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die Gefahr für Sie und mich, Opfer eines Terroranschlags zu werden, ist nach wie vor extrem gering. Die Angst davor ist eigentlich in keinem Verhältnis zu der tatsächlichen Bedrohung. Wenn Sie sehen, wie groß ist die Gefahr, beispielsweise Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden, dann ist die viel, viel größer. Trotzdem würden Sie ja deswegen das Auto nicht stehen lassen. Oder wenn Sie gucken, wie viele Menschen sterben jedes Jahr an der saisonalen Grippe. Das sind, glaube ich, 30.000. Machen wir uns alle nicht bewusst. Und trotzdem gibt es Dinge, die so emotional besetzt sind, wie beispielsweise, wenn die Vogelgrippe grassiert und die große Angst vor der weltweiten Pandemie umgeht und alle meinen, das wäre jetzt also das, wovor wir Angst haben müssen. Wir müssen lernen, dieses Thema zu entemotionalisieren, es rationaler zu betrachten und ein Stück weit hinzunehmen, dass terroristische Bedrohung und Terroralarm Teil unseres Alltags ist. Und im Übrigen tun das auch die Behörden. Die Sicherheitsbehörden sind im Moment damit beschäftigt, sich auch neue Mechanismen zu überlegen, wie sie mit Warnhinweisen umgehen, damit man nicht jedes Mal, wie Ende letzten Jahres in Hannover, im Angesicht eines Terrorhinweises ein Länderspiel absagt oder wie in der Silvesternacht in München Bahnhöfe abriegelt, sondern dass wir Möglichkeiten finden, mit solchen Situationen so umzugehen, ohne direkt den Ausnahmezustand auszurufen.
Frau Nordbeck, vielleicht nochmal an Sie eine Frage. Früher hieß es ja immer, dass nach Terroranschlägen erholt sich relativ schnell immer wieder in Ägypten, Bomben in Hatschepsut und was es da alles gab. Wie sehen Sie das? Also ist das, oder stellt sich eher die Frage für die Reisenden heute nicht mehr so sehr, wohin fahren wir, sondern wohin fahren wir nicht? Also wo sind da so die Prioritäten? Wird sich das in Zukunft auch wieder so entwickeln? Oder ist es so, dass eben das in unserem Bewusstsein verankert ist, dass wir also im Grunde genommen immer daran denken und auch nicht wieder so schnell vergessen? Was können Sie da irgendwas zu sagen? Also Sie haben recht, es war in der Vergangenheit so, dass sich auch so Ziele, die von Anschlägen betroffen waren, beispielsweise sehr, sehr schnell wieder erholt haben. Also wir sprechen da über 8 oder 12 Wochen, also wirklich ein sehr kurzer Zeitraum normalerweise. Wie ich vorhin aber schon gesagt habe, ist es eben im Moment die Häufung der Ereignisse, die sich schon mehr und mehr einbrennt aus meiner Sicht. Und es ist auch schwer, da aus meiner Sicht eine Vorhersage zu treffen. Sie sagten es eben auch, man weiß nicht, wo es das nächste Mal knallt und wie schnell wieder. Und insofern haben wir ein bisschen eine andere Situation als früher und ich würde sagen, es dauert deshalb länger und es kommt aber sehr darauf an, was als nächstes kommt. Sie können aber für 2016 jetzt noch nicht irgendwie so eine grobe Prognose abgeben, jetzt auch an Herrn Brandes zum Beispiel, dass Sie sagen, also es wird sich wahrscheinlich im Sommer doch wieder irgendwo bei 60-70% einpendeln. Also ich gehe davon aus, dass der Deutsche grundsätzlich nicht auf seinen Urlaub verzichtet. Das kann ich vielleicht als Prognose abgeben, ob das dann am Ende dem Herrn Brandes hilft im Veranstalterbereich oder ob die Deutschen innerhalb von Deutschland verreisen. Das kann niemand sagen, das kommt eben sehr auf die kommenden Monate und Ereignisse in diesen Monaten an. Ja, ich selber bin ja im nachhaltigen Tourismus tätig, da wird auch sehr viel über Labeling gesprochen. Ich weiß nicht, Herr Brandes, wäre das vielleicht eine Idee, dass man auch Sicherheitslabels jetzt auflegt als Tourismuswirtschaft oder halten Sie das für überzogen? Das ist natürlich immer wirklich die Frage, wie misst man das? Also das ist natürlich, da hängt dann ein ganzer Schwanz an, irgendwo ein Label drauf zu pappen, das ist ja nicht erstmal nicht die Lösung. Ich meine, das Thema Sicherheit war schon immer auch ein Thema im Tourismus, ganz klar, weil gerade die Veranstalterreise eben immer schon dafür stand, dass man betreut wird, dass es einen Service gibt und dass es eben im Falle eines Falles eben auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen gibt und man auch in Sicherheit gebracht wird, in sicheren Händen ist. Das war in der Vergangenheit und das ist ja die Häufung, wie Sie sagten, ist jetzt neu, aber wir haben auch schon Ende der 90er in Ägypten Luxor und ähnliche Anschläge gehabt. Wir hatten auch früher in der Türkei unter der PKK auch Anschläge, auch in Antalya. Also es ist jetzt nicht so, dass dies alles jetzt im vergangenen Jahr entstanden ist. Und seit 9/11, also seit ungefähr 15 Jahren jetzt, ist das Thema noch mal stärker im Fokus. Das heißt also, wir als Veranstalter haben auch in dieser Zeit natürlich alle Veranstalter ihre Krisenszenarien und ihre Krisenprozesse, ihr Krisenmanagement deutlich professionalisiert und verbessert. Deswegen haben wir das und damit werben wir jetzt nicht offensiv, aber natürlich ist es implizit in dem Angebot. Weil man muss immer ein bisschen aufpassen, ob man da nicht auch in die zynische Ecke kommt an einer Stelle. Deswegen ist Sicherheit ist ein großes Thema. Reisen ist eine Vertrauenssache, weil ich dem Kunden ja kein Produkt liefere, was er vorher anfassen und ausprobieren kann, sondern er muss uns vertrauen, dass er bei uns sicher ist. Und sicher im Sinne von Serviceleistung, von dem Produkt, was er gebucht hat, aber eben auch von dem rundherum. So. Deswegen ist Sicherheit einfach ein Thema, was immer, auch gerade bei der Veranstalterreise, im Gegensatz zu individuell organisierten Reisen, immer das Schlüsselthema auch mit ist. Herr Taubert, gibt es das bei anderen Industrien? Gibt es da solche Sicherheitslabels? Ist Ihnen das bekannt? Ja, es gibt einen eklatanten Unterschied zwischen dem Urlaubsreisenden und dem Geschäftsreisenden. Das muss ich wirklich sagen. Der Geschäftsreisende fährt völlig anders, vor allen Dingen in risikoreiche Gebiete. Übrigens, das ist immer so eine Sache, was ist risikoreich, nicht? Es gibt also 25 Länder derzeit vom Auswärtigen Amt mit einer Reisewarnung belegt, die meisten davon irgendwo in Zentralafrika. Aber es gibt ja auch Einzelreisende, die dahin fahren. Also der Geschäftsreisende macht das ganz anders. Die Firma hat einen Krisenplan, die haben einen Krisenstab, da gibt es ein Krisentraining, da wird auf alles Mögliche vorbereitet. Derjenige, der reist, der wird genau in dieses Land eingewiesen. Ich sage jetzt mal diese perfekte Situation. Und wenn es hart auf hart geht, hat er auch noch eine Begleitung vor Ort. Er kennt seine ganzen Do's and Don'ts, die wichtig sind für das Überleben auch seiner Familie. Und er hat im Zweifelsfall auch eine Versicherung. Es gibt übrigens im Bereich der Entführungsindustrie eine sogenannte Kidnap and Ransom Insurance, wo man sich für relativ überschaubares Geld absichern kann, dagegen, dass man
dass man plötzlich kein Geld, kein Lösegeld zahlen kann, beziehungsweise da wird auch der Berater bezahlt. Es ist ein großer Irrglauben, wenn man meint, dass weil man einen deutschen Pass in der Tasche hat, dass das Auswärtige Amt das ganze Ding übernimmt. Da gibt es ein Konsulargesetz und ich habe gerade im letzten Jahr in einer Entführung den Fall erlebt, wo das Auswärtige Amt dann an die Familie gegangen ist und gesagt hat, so jetzt möchten wir Geld zurückhaben. Also krasser Unterschied zwischen Geschäftsreisende und Privatreisende. Ich appelliere nochmal daran, und ich finde das sehr schön, dass Sicherheit einen großen Stellenwert hat, das Thema auch dem Kunden zu sagen. Und zu sagen, also pass auf, Sie fahren in ein Land, da gibt es die Zika-Mücke. Wir haben alles Mögliche vorbereitet, damit Sie da kein Problem haben. Sie müssen schon ein bisschen mitarbeiten. Und das Gleiche könnte ich mir im Security-Bereich vorstellen. Den mündigen Reisenden wirklich so behandeln, dass er genau weiß, was auf ihn zukommt. Und das wäre mein Plädoyer, dass gerade die jungen Menschen, die hier sitzen, das mitnehmen und sagen, jawohl, ich betrachte Sicherheit als meinen Freund und nicht als etwas, da wird schon das Reiseunternehmen bzw. der Staat für sorgen. Ja, vielleicht noch eine Frage an Herrn Götschenberg. Es gibt ja, also Tourismus ist ja nicht nur Ausland, es ist ja auch Inland, es gibt da hier auch Großveranstaltungen und es gibt ja auch Inlandsreisen und Kultur und so weiter. Und irgendwie scheint es ja doch so zu sein, dass viele Attentäter dann irgendwie auch einreisen aus anderen Ländern. Also man hört das ja oft bei so Anschlägen, die kamen gar nicht daher, sondern von ganz woanders. Was kann denn da getan werden? Schärfere Grenzkontrollen oder noch mehr Überwachungskameras? Also wie kann man diesen inländischen Tourismus in Form von Veranstaltungen, sei es gar nicht mal Fußball, sondern eben auch so Kulturevents, wie kann man das besser schützen oder ist das schon so gut, weil ja auch nichts passiert ist in der Vergangenheit? Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Ist vor allem deshalb ein großes Problem, weil Sie im Moment natürlich eine unkontrollierte Zuwanderung in Deutschland haben, wie wir sie überhaupt noch nie hatten. Das ist gerade die Migrationsströme und die zahlreichen Flüchtlinge, die zu uns ins Land kommen, sind gerade der Albtraum der Sicherheitsbehörden aus dem einfachen Grunde, weil 70% der Menschen ohne Pass zu uns kommen. Die allermeisten, das muss ich nicht erklären, aus sehr gutem Grund, die kommen aus einer Region, in der die staatlichen Strukturen verschwunden sind. Mal abgesehen davon, dass sich auch unter Flüchtlingen rumgesprochen hat, man kommt am besten durch, wenn man sagt, man ist Syrer und wenn man kein Syrer ist, hat man dann eben keinen Pass. Aber das Problem ist, dass sie halt darauf vertrauen müssen, dass die Leute korrekte Angaben über sich machen. Und wenn Sie sich ansehen, dass zwei der Attentäter der Anschläge im November in Paris, dass die als Flüchtlinge nach Europa eingereist waren, dann sehen Sie, dass es da schon ein Problem gibt. Beim Verfassungsschutz geht man mittlerweile davon aus, dass diese beiden Attentäter ganz bewusst als Flüchtlinge geschickt worden sind. Die haben sich nämlich auch auffallend oft registrieren lassen, um auf diese Weise das auch wieder propagandistisch nutzen zu können und die Flüchtlinge zu diskreditieren und auch hier wieder Angst und Panik mit Blick auf dieses neue gesellschaftliche Problem zu schüren. Also da ist gerade der IS als Terrororganisation auch sehr geschickt. Aber wenn Sie sich anschauen, können Sie alle Attentäter der letzten Monate nehmen, die waren alle in Europa viel unterwegs. Und da haben wir noch erheblich viel Luft nach oben, wenn es um die Frage geht, wie kriegen wir einen besseren Überblick über solche Reisebewegungen. Das Problem fängt allerdings schon früher an. Es gibt überhaupt keinen gemeinsamen europäischen Standard. Wer wird beispielsweise als islamistischer Gefährder eingestuft? Da gelten in Frankreich völlig andere Kriterien als bei uns. Und das zu harmonisieren, würde sicherlich Sinn machen. Ja, vielen Dank. Herr Götschenberg, wir sind ja jetzt fast schon wieder rum mit der Zeit, also man muss sich ja wirklich wundern, wie schnell das geht. Vielleicht, ich wollte gleich auch noch ein bisschen was zum Schluss sagen, vielleicht kann jeder noch mal so ein Statement abgeben, wie er das Thema einschätzt in möglichst einem Satz und wir können da gerne dann auch noch mal ganz kurz darüber diskutieren, wenn es wirklich große Meinungsunterschiede geben sollte. Ich würde mit Herrn Brandes links außen, jetzt nicht politisch gemeint, sondern geografisch anfangen. Ein Satz ist natürlich nicht viel für das Thema Sicherheit, das ist auch klar. Nee, was aus der heutigen Diskussion, was Sie so da sagen würden, mitnehmen wollen? Ich glaube, dass das Bewusstsein für das Thema Sicherheit ist enorm gestiegen und dem müssen wir Rechnung tragen. So, das
Das aber auch, wie Sie gesagt haben, es ist auch sehr emotionalisiert und damit ist es in manchen Punkten auch ein bisschen irrational. Und da wäre es sicherlich gut, da wirklich auch wieder die rationale Diskussion eintreten zu lassen, so was ist möglich, was ist auch sinnvoll und nicht erstmal ganz viel zu fordern, damit man überhaupt Aktionismus zeigen kann, sondern da wünsche ich mir doch eine etwas vielleicht ruhigere und sachlichere Diskussion bei dem Thema auch. Ja, Herr Torwart, was meinen Sie? Ja, vielleicht zwei Botschaften. Die erste Botschaft ist sehr genau unterscheiden, was ist gefühlte Bedrohung und was ist reale Bedrohung. Die reale Bedrohung in der Türkei ist relativ gering. Also wenn Sie nach Antalya fahren und in Istanbul was passiert, dann ist das eine ganz andere Stadt. Ich würde mich aber heute sehr genau erkundigen, wie die Sicherheitssituation dort ist, was ich selber machen kann, was für mich gemacht wird. Und dann auf geht's. Die zweite Botschaft, die ich habe, das geht an die Tourismusindustrie. Sicherheit als ein Wettbewerbsvorteil begreifen und nicht als etwas Unangenehmes. Herr Karbides? Also die Tourismuswirtschaft steht möglicherweise vor einem Paradigmenwechsel, dass man nämlich auf der einen Seite nicht mehr Sachen einfach tabuisiert und so ein Stück weit unter den Tisch fallen lässt. Es sind Lösungen da, es sind auch Anzeichen da, dass, also jetzt empirisch gesehen, was Sie vorgestellt hatten, dass wir hier Anschlagsserien in einem Land haben, dass die Recovery-Phase, also die Phase, wie sich ein Land wieder erholt, dadurch massiv behindert wird und die Einbrüche über Jahre hinweg zu verzeichnen sind. Und da nützt dann auch kein Preisdumping mehr in einer bestimmten Richtung. Und die Lösungen liegen auf dem Tisch. Und wir können jetzt weiter warten und versuchen, mit kleinen Evolutionsschritten Kommunikationsströme verbessern oder Security-Systeme, die da sind, weiter optimieren. Oder man denkt mal drüber nach, ob man komplett von einem eher reaktiven Muster auf ein aktives Muster hier umschwenkt mit all seinen Facetten, die hier jetzt auch schon vereinzelt angeklungen sind. Frau Nordbeck, bevor Sie Ihr Statement abgeben, vielleicht noch die Frage zu den Untersuchungen, die Sie machen. Ist das jetzt was Regelmäßiges und wenn ja, wo kann ich das abrufen jetzt als Tourismusunternehmen? Ist das für jeden verfügbar oder war das jetzt eine einmalige Sache? Das ist für jeden verfügbar, also in Auszügen zumindest. Dahinter stehen eigentlich im Wesentlichen zwei Instrumente. Zum einen die Linienflugbewegungen, wo ich die verschiedenen Entwicklungen für die Kontinente gezeigt habe, für Paris. Steckt Forward Keys dahinter, das sind letztendlich Linienflugdaten, die täglich aktualisiert werden. Stehen also große Datenbanken dahinter, die wir jederzeit auswerten können. Das andere Instrument, das ich vorgestellt habe, wo es um die aktuelle Buchungslage geht, da messen wir Buchungen aus Reisebüros und von Online-Reiseportalen. Auch da können wir jederzeit sagen, was ist denn jetzt eigentlich schon für den Sommerurlaub gebucht, was ist für die Herbstferien gebucht, wer hält sich im Moment noch zurück, wie unterscheidet sich das nach bestimmten Destinationen, also nach sehr vielen verschiedenen Fragestellungen auswertbar. Also wenn da Interesse besteht, kann man sich an Sie wenden. Gerne, natürlich, dann, ja. Ja. Ja, als Zusammenfassung für mich eigentlich das Thema, da greife ich gerne nochmal wieder das Wort Proaktivität auf. Ich denke, wir haben auch aus den Zahlen und aus der Diskussion gesehen, dass es eigentlich eher eine Verunsicherung ist, also dass es nicht grundsätzlich darum geht, zu überlegen, mache ich überhaupt Urlaub oder lasse ich das Ganze sein, sondern es geht darum, halt zu reflektieren, das Ganze ja, zu bewerten, wo gibt es überhaupt eine Gefahr, wo kann ich noch Urlaub machen, und von daher denke ich, dass diese Verunsicherung eben sehr gut gelöst werden kann durch Kommunikation, durch proaktives Umgehen mit dem Thema und sich dann eben auch für den Sommerurlaub in diesem Jahr schon eine Erholung abzeichnen kann. Herr Götzenberg, was meinen Sie? Ja, ich würde noch mal mich jetzt ein Stück weit wiederholend dafür plädieren, dass wir einen rationalen Blick auf diese Bedrohung uns aneignen, nicht so emotional auf diese Bedrohung schauen, dass wir sicherlich in Teilen bessere Sicherheitskonzepte brauchen, beispielsweise vor allem auch hierzulande mit Blick auf Großveranstaltungen, intelligentere Sicherheitskonzepte, dass wir aber auch wissen müssen, dass es absolute Sicherheit nicht gibt und dass alles auch seinen Preis hat.
Das Beispiel mit den Grenzschließungen. Natürlich können Sie jetzt wieder an der Grenze jede Person kontrollieren. Dann haben Sie sicherlich ein Mehr an Sicherheit. Aber wollen wir das? Ich würde denken, der Preis wäre jedem von uns zu hoch. Und dementsprechend, glaube ich, ist eine Debatte darüber, welchen Preis sind wir bereit zu bezahlen für mehr Sicherheit und wo brauchen wir mehr Sicherheit und intelligentere Konzepte. Das ist das, was eigentlich nötig wäre. Ja, meine Damen und Herren, ich habe ein bisschen Zeit rausgeschunden, weil ich auch gedacht habe, dass es vielleicht ganz interessant ist, wenn aus dem Publikum möglicherweise noch die eine oder andere Frage an die Teilnehmer hier besteht, existiert, die mir jetzt nicht eingefallen ist. Natürlich können Sie hinterher auch nach der Veranstaltung noch mal gerne die Teilnehmer ansprechen, aber vielleicht gibt es noch irgendwas, was noch aus Ihrer Sicht im Raum an Fragen, an Beiträgen vorhanden ist, dann bitte ich das jetzt zu tun. Dann würde ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen und da hinten steht ein, Sie haben sogar ein Handmikrofon. Ja, mein Name ist Franziska Sanderlind, ich bin Tourismusstudentin und wollte mich jetzt mit meiner Bachelorarbeit zum Thema Krisenmanagement beschäftigen. Jetzt wollte ich fragen, zum Beispiel Herr Traubot, wie sehen Sie das, ist das Krisenmanagement, ist das universell anzuschauen? Also kann man sozusagen vergleichen, wie eine Destination oder ein Reiseveranstalter auf einen Anschlag reagiert oder ob es jetzt eine Naturkatastrophe ist, kann man da sozusagen universell schon sehen, wie man reagieren sollte, sollte etwas passieren? Können da Fallstudien helfen oder, also was ist da Ihre Sicht zu? Krisenmanagement kann man seit einiger Zeit lernen, auch an der Universität und ich bin froh, dass es eben sie gibt. Krisenmanagement ist ja hier heute Thema im Bereich der Safety und Security. Wir reden nicht über Finanzen und geschäftliche Risiken. Ja, es gibt hervorragende Strukturen im Krisenmanagement. Gute Krisenpläne haben eine Struktur. Ein ganz wesentlicher Baustein eines Krisenmanagementplanes ist die Kommunikation. Man kann mit der Kommunikation alles kaputt machen, wenn sie schlecht ist, selbst wenn man das beste Krisenmanagement hat. Für die Kommunikation in der Krise gelten bestimmte Grundsätze. Diese Grundsätze kann man lernen, denn es gibt Fallbeispiele, an denen man das probiert hat. Da laufen die Meinungen vom totalen Schweigen bis hin zur totalen Offenheit. Also das kann man sehr genau diskutieren, was angebracht ist, damit die Öffentlichkeit eben die richtigen Botschaften bekommt. Ja, und dann gibt es natürlich auch Pläne. Und diese Pläne im Bereich der Sicherheit, sehr konkret, was für ein Personal habe ich, wie ist es trainiert, was habe ich für eine Technik. Das Ganze ist am Ende ein Aufwand und ein Nutzen und eine Budgetfrage. Und ich bin überzeugt, wenn man es klug macht, dann hat man möglicherweise besser investiert, als wenn man rechts und links verkauft und wartet, bis wieder was passiert. Also Beispiel, ich sage das jetzt mal ganz ungeschützt, angenommen, es passiert hier auf der ITB etwas, dann haben wir in den nächsten 5 Jahren keine ITB nicht mehr. Wollen wir das? Und das meine ich damit, dass man Krisenmanagement-Konzepte, die es in der Industrie hervorragend gibt, auch umsetzt im Tourismus. Vielleicht 2 Worte aus der Praxis. Also die großen Veranstalter haben ein entsprechendes Krisenmanagement. Wenn Sie sich damit beschäftigen, wissen Sie es wahrscheinlich auch. Es gibt halt Lagezentren, die wir haben, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche das alles, alle Informationen verarbeiten und dann eben auch entsprechende Krisenhandbücher. Wir machen Krisenübungen jedes Jahr, damit auch die Leute wissen, wie es geht, wie laufen die Prozesse, wer entscheidet, wo kommen die Informationen her. All das, sagen wir bei den großen Veranstaltern, gehört das einfach dazu. Das ist ein sehr professionelles Krisenmanagement inzwischen. Und das ist jetzt unabhängig von dem konkreten Ereignis. Das hat in Nuancen differiert das natürlich, aber die grundsätzlichen Prozesse müssen ja da sein. Und das ist etwas, was zumindest die Großen da haben und das ist eben auch das Thema Sicherheit. Und das unterscheidet es eben dann von individuellen Reisenden. Ein Sie kleine Fragezeichen. Vielleicht können wir kurze Fragen und kurze Antworten, sonst schaffen es viele nicht mehr. Also. Eine ganz kurze Antwort noch dazu. Herr Brandes ist Vertreter eines großen, renommierten Unternehmens. Die Frage ist natürlich, wie geht ein kleines Unternehmen in Zukunft mit diesem Thema um? Bricht es weg? Wird sich das konzentrieren auf große Unternehmen? Da werden wir die Entwicklung abwarten müssen. Vielen Dank.
Sie hatten sich zuerst gemeldet. Bitte kurze Frage und auch bitte um kurze Antwort, weil wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Very good. English, is that okay? Yeah. Thank you. Maybe to Mr. Brandis. I come from Jordan and we have a serious drop in tourism that has been taking place for the last 5 years since the events with the Arab Spring and the Egypt Revolution and so forth. And you mentioned, all of you, examples from Tunisia, from Turkey and otherwise about destinations that have had terrorist activities. In Jordan, we haven't, but we have a perception among visitors that the destination may not be safe. What can you tell us, and what can Jordan do to bring back visitors? We're looking at back from the 2010 until now, European outbound travel to Jordan is down by 70%. It's quite significant, and we haven't had a security incident in 11 years. Whom do you address the question to? Mr. Brandis. So, should I answer in English, or do we have a translator? Machen Sie auf Deutsch. Deutsch? Okay, then I will answer in German, and you can put your earphones in. Okay. Das konkrete Beispiel Jordanien, natürlich, ein Land lebt ja in einem Umfeld, und da haben Sie natürlich, das ist Jordanien natürlich gerade im Nahen Osten, in dem Umfeld natürlich schwierig, weil es einfach betroffen ist von Entwicklungen, für die es selber zum Teil nichts kann. Als Reiseveranstalter ist es natürlich immer entscheidend für uns, was sagen die Außenministerien in den verschiedenen Ländern. Das sind die Reisehinweise oder Reisewarnungen, je nachdem, nach denen wir uns richten. Weil wir als Privatunternehmen, wir haben keinen Geheimdienst, wir haben kein Militär und wir wollen das natürlich auch nicht, aber wir arbeiten mit Behörden zusammen, wie mit dem Auswärtigen Amt in Deutschland oder dem FOC in UK. Das sind natürlich Informationen, die wir dann darüber bekommen. Aber wir können nur Reisen anbieten in Länder, die als sicher gelten, aus Sicht der Auswärtigen Ämter, im Gegensatz zu Business-Travelern, die halt dann eben auch dahin müssen zum Teil, wogegen geraten wird. Jordanien, ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt nicht die Lösung. Die kann ich Ihnen jetzt nicht hier auf dieser Bühne präsentieren. Aus Kommunikationssicht, das gilt in jeder Krise, zumindest ist das meine Meinung und unsere als Unternehmen, schnell und transparent zu informieren. Das ist für mich das Einzige, was hilft. Und auch ein Land muss transparent sein und entsprechend offen kommunizieren darüber, wo sind die Vorteile, wo sind aber auch die Schwierigkeiten. Es hilft nichts, zu versuchen, schön zu reden. In Zeiten von Social Media und online funktioniert das sowieso schon gar nicht mehr. Das hilft im Prinzip nur Offenheit, Transparenz und manchmal muss man einen langen Atem haben. Aber mehr kann ich Ihnen jetzt gerade konkret dazu auch nicht sagen. Sie wollten kurz was dazu anmerken, Herr Karapidis? Ja, einmal die Risikowahrnehmung, Risk Perception, also Risikowahrnehmung der Kunden ist hier ein ganz zentraler Punkt, weil, wie richtig gesagt, es ist ein Brennpunkt, wo von außen her als Konglomerat wahrgenommen wird und negativ besetzt ist. Ägypten hat es eine Zeit lang sehr erfolgreich hinbekommen über entsprechende Marketingmaßnahmen und einer bestimmten Transparenz, wie man auf den Kunden zugeht, hier wieder die Einbrüche, die durch tatsächlich existierende Anschläge da waren, zu kompensieren. Möglicherweise wäre auch eine proaktive Kommunikationsstruktur, dass erstens mal keine Anschläge da waren und zum Zweiten doch einiges auch getan wird in dem Bereich hier sehr hilfreich. Aber da geht es auch wieder um Details, die man jetzt im Rahmen der Podiumsdiskussion nicht weiter stricken kann. Aber Konzepte gibt es auch dafür. Hier links war noch eine Frage, der Herr ganz oder rechts außen, also wo man sitzt. Yes, general question for the panel. And this is more directed towards the smaller side of us in the business, that small business and FITs. Could you please introduce yourself briefly? Oh, David Siegel, Creative Travel Systems in New York. My question is this. The industry so far in dealing with small business, that is small business people, not the kind of people that will use international SOS, or small FITs, how come the industry has not developed so far a portion of the industry that deals with providing simple security services, whether it's escorts, guides, secured cars? How come we have not yet seen this developing? Just a general question for the panel. Ja, okay, ich mache mal ein Start-up. Ne? Okay. Ja, vielleicht, weil wir unseren 9. September nicht hatten und weil hier einfach das gesamte Geschäft mit der Security so ein bisschen verschlafen wurde. Es muss ja immer was passieren, damit
Konzepte zum Leben kommen. Und die Amerikaner denken da schon viele Jahre ganz anders über Security. Also wenn sie Homeland Security sehen und wissen, was dort läuft, ist ein ganz anderer Stellenwert als bei uns, was wir am Flughafen erleben, dann da ist jetzt hier Nachholbedarf. Und ich denke, dass dieser Nachholbedarf, der kommt jetzt. Das werden wir gar nicht vermeiden können. Der wird kommen. May I add some words to this? Machen Sie es in Deutsch weiter, ich glaube, sonst ist das für die Dolmetscher ein bisschen schwierig. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Also wir sehen durchaus, dass unterschiedliche Regionen hier unterschiedlich umgehen mit dem Thema Safety Security. Ja? Und ich weiß nicht, oder wir wissen es eigentlich, dass man unterschiedliche Konzepte, Sicherheitsstandards und Ideen, die manche kulturelle Räume verfolgen oder auch nicht verfolgen, nicht eins zu eins umsetzen können und auch umgekehrt. Ja? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Länder anschauen, die jetzt in Nordafrika sind, dann ist das Security-Thema mit einem ganz anderen Stellenwert besetzt oder jetzt auch Nordamerika, wie Sie es angesprochen haben, jetzt wir es in Mitteleuropa haben. Und man kann die Sache nicht eins zu eins auch aus kulturellen Gründen übertragen. Da gibt es einfach Vorbehalte, da gibt es auch, Vorstellungen, die nicht konform laufen, die man nicht so haben möchte. Und ich glaube, es ist dann kein Nachholbedarf und auch nicht am mitteleuropäischen Wesen soll die Welt genesen, was Security anbelangt, sondern es ist, wie kann ich sowas clever adaptieren, um am Schluss, und darum geht es eigentlich auch, das höchstmögliche Maß an Sicherheit für die Leute, die wir in der Tourismusindustrie sozusagen als Kunden haben, herzustellen. Und am Ende des Tages werden wir, egal welche Konzepte wir fahren, nie die 100% erreichen. Und dieses Bewusstsein muss allen klar sein, egal ob man das Thema tabuisieren möchte oder auch nicht. Ja, wir werden die 100% nicht erreichen, egal wie viele Security-Maßnahmen und Zementierungen wir hier machen. Das ist klar, aber wir haben, wenn ich das noch sagen darf, Herr Otto, wir haben tatsächlich kulturelle Unterschiede. Nach dem 9/11 hatten wir ein ganz anderes Bewusstsein plötzlich in Amerika, was Sicherheit anbetrifft. Fahren Sie heute nach England. In England geht man mit Terroranschlägen ganz anders um als in Deutschland. Passiert bei uns etwas, ich sage es jetzt etwas nass, forsch, hyperventiliert man. In England ist das anders. Vielleicht hängt das mit der Erfahrung dieses Landes zusammen. Ich glaube also, jedes Land braucht so seine Entwicklung. Und diese Entwicklung ist bei uns in Deutschland noch gar nicht angekommen. Denn erinnern Sie sich, es gab bisher gar keinen Terroranschlag in Deutschland. Es gab Warnungen, aber es ist ja noch nichts passiert. Aber ich verspreche Ihnen, wenn hier in diesem Land etwas passiert, dann geht alles ganz, ganz schnell. Und darauf würde ich gerne, dass alle Institutionen und auch der Tourismus darauf vorbereitet sind. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt sozusagen am Ende angekommen. Ich habe heute gelernt, also Urlaub im Hochsicherheitstrakt oder Polizeistaat will niemand, aber Herr Taubert sagt das so ein bisschen, wenn man das so als Produkt, als Added Value mitverkauft, dann macht es auch wieder Sinn. Also wenn der Kunde merkt, was er davon hat. Es gehört aber zum Urlaub auch immer die gewisse Unbeschwertheit dazu, zu den schönsten Wochen des Jahres. Also in Zukunft dann nicht mehr nur Sommer, Sonne, Strand, sondern Sommer, Sonne, Strand und Sicherheit wird sicherlich dann das Verkaufsargument sein. Das kann natürlich jetzt keine reine Marketingaktion bleiben, es müssen Konzepte folgen. Wir haben gerade darüber gesprochen, es wird auch Geld kosten. Es ist auch teilweise neues Terrain, was man betreten muss. Geheimdienste müssen besser miteinander kooperieren etc. Man muss aber auch, denke ich mal, man darf nicht vergessen, Tourismus schafft ja auch Einkommen und Arbeitsplätze in vielen unterentwickelten Ländern. Und Armut und Hunger ist immer auch ein Nährboden für Terrorismus. Also im Grunde ist Terrorismus an sich auch schon etwas, was stabilisiert und versichert. Ich möchte abschließend Herrn Taleb Rifai, den Generalsekretär der UNWTO, zitieren, der bei der Öffnungsrede sagte, dass es in Zukunft darauf ankommen wird, dass wir es schaffen, den Tourismus zugleich sicher, aber auch weltoffen und freundlich zu gestalten. Das ist schnell gesagt und leicht gesagt, aber da steckt sehr viel, ich will jetzt nicht sagen Musik, aber doch sehr viel drin. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Motto, mit der wir die
Veranstaltung dann heute auch beschließen können. Darum geht es und nicht um nicht mehr und nicht weniger. Und ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr zahlreiches Erscheinen und ich hoffe, dass wir das Thema auf der ETB in diesem Jahr auch nicht das letzte Mal diskutiert haben. Und ich danke euren Referenten vor allen Dingen für die sehr interessanten Inputs, Frau Nordberg für Ihr Referat, für Ihr einleitendes Referat und ich wünsche Ihnen allen einen guten und sicheren Heimweg. Danke. Danke.